Willkommen bei dem neuen Video von Das Tutorial ABC. In diesem Tutorial möchte ich euch zeigen, wie ihr MP3 zerschneiden könnt. Also wenn ihr bestimmte Teile davon haben möchtet, aber nicht den ganzen Rest, dann ist dieses Video hier genau richtig für euch. Ich habe nämlich mein Intro von den alten Videos, also mein erstes Intro. Da lief so eine Hintergrundmusik. Das war ein ganz kleiner Teil von diesem Lied von SDP, Wasserskifahren. Spiele ich jetzt mal kurz ab. So, das ist es halt. Und ganz am Schluss. Jetzt ist das zu Ende. Und am Schluss kommt dann dieser Teil. Müsst ihr jetzt eigentlich wiedererkannt haben. Ja, und jetzt möchte ich zeigen, wie man nur diesen Teil da rausbekommt. Dazu braucht man das Programm Audacity. Download-Link wird in der Beschreibung sein. Ja, Deutsch. So. Dann. Projekt. Audio importieren. Wasserskifahren, da ist es. Ne? Und hier ist es. So. Also wie man hier hinten sehen kann, ist dieser Teil hier, ist hier plötzlich ganz leise und wird wieder laut. Also hier ist der Song zu Ende und dann kommt nochmal sozusagen der Nachspann, diese Hintergrundmusik von meinem Tutorial. Ja. Und ab hier. Ist dann auch schon dieser Teil. Und diesen ganzen Teil, den brauche ich ja nicht mehr. Deswegen kann man den ganz einfach, wie wenn das jetzt ein Text wäre, kann man den jetzt hier einfach so markieren. Und die Taste End drücken, also entfernen. Zack, und schon ist es weg. Und das Ganze hört sich dann ganz so an. So. Und dann kann man das auch als Wave Sound exportieren. Datei. Moment, da muss man Stopp drücken. Datei. Exportieren als WAV, Wave Sound. Das nehme ich jetzt am Ende. Speichern. Das dauert dann ein bisschen. Hier ging es jetzt relativ schnell. So, also hier ist jetzt dann das Ende, also so wie wir es benannt haben, Ende der Sound. Ich stelle mal kurz drauf. Und das ist es auch schon. So, und ich denke, oder ich hoffe, dass es euch geholfen hat. Guckt euch auch noch meine anderen Videos an. Ich hoffe, sie werden hilfreich sein. Und ja, tschüss.